Herzlich willkommen. In diesem Video zeigen wir Ihnen die Kalkulation für Fixgrid Ost-West auf einem Flachdach. Wir beginnen wieder bei Dachbereiche. Die vorherigen Schritte sind in den vorherigen Videos zu sehen. Dachtyp auswählen, Flachdach in diesem Fall. Die weiteren Eingaben ändern sich jetzt für Flachdach ab. Die Maße bitte prüfen und gegebenenfalls ändern. Bitte beachten, Google Maps ist hier nicht sehr genau. Attika-Höhe, falls vorhanden, eingeben. Bitte beachten, die Attika muss an der niedrigsten Stelle 50 cm Höhe aufweisen, um die Windlast zu reduzieren. Ist die Attika niedriger, hat dies keine Auswirkung auf die Windlast oder Ballastierung. Höhe über Geländeoberkante eingeben, sprich die Firsthöhe. Dann die Dachneigung eingeben. In den Dachbereichen wird immer nur angezeigt, was auch für Ihre gewählte Dacheindeckung benötigt wird. Weiter zur Konfiguration. Montagesystem auswählen, in diesem Fall Fixgrid. Modul wählen, aus der Datenbank oder die Maße und Daten eingeben. Nach erfolgter Eingabe des Moduls bitte nochmal auf Modul links drücken, damit das Menü geschlossen wird. Oben links kann jetzt das System Fixgrid gewählt werden, Süd oder Ost-West. Auch kann hier die gewünschte Neigung gewählt werden, 6, 10 oder 13 Grad. Für dieses Beispiel wähle ich Fixgrid Ost-West mit 13 Grad. Jetzt einen Rechtsklick in die Dachfläche und neues Modulfeld wählen. Dann mit gedrückter linker Maustaste ein Feld aufziehen. Das Modulfeld verschieben, damit noch etwas Abstand zum Dachrand bleibt. Ein weiterer Rechtsklick in die Dachfläche öffnet wieder ein Menü. Hier kann dann eine Störfläche ausgewählt werden. Störfläche wählen und ein Feld aufziehen. Es öffnet sich eine rot schraffierte Box. Hier können Sie dann die Maße sowie die Abstände zum Dachrand eingeben. Ein neuerlicher Rechtsklick auf die Störfläche öffnet das Bearbeitungsmenü. Hier kann die Störfläche bearbeitet, dupliziert und gelöscht werden. Rechts bei den Anzeigeoptionen können Sie die Ballastzonen einschalten, das Layout zoomen sowie das Layout als DXF exportieren zur Bearbeitung in AutoCAD. Nachdem die Ballastzonen angeschaltet sind, zeige ich Ihnen kurz, wie sich diese ändern in Bezug auf Störflächen. Nach Eingabe einer Störfläche ändert sich hier die Ballastzone um eine Stufe nach oben, da hier dann eine andere Windangriffskraft herrscht. Ich lösche die Störfläche wieder. Mittels Objektinfo rechts bei den Anzeigeoptionen können Sie sich die Länge des Grundträgers anzeigen lassen. Nachdem die Objektinfo angehakt wurde, erscheint neben dem Mauszeiger ein Fragezeichen. Mit der Maus jetzt auf eine Schiene gehen, bis diese einen roten Rand erhält. Dann einmal mit der linken Maus klicken. Hier sehen Sie nun die Länge des Grundträgers sowie die Position mit Bemaßung am Dach. Unten links können Sie den Haken setzen bei Drucken. Dadurch wird diese Information im Statikbericht hinzugefügt. Dies kann mit jeder Schiene gemacht werden. Sie sollten es jedoch erst hinzufügen, wenn die Kalkulation komplett fertig ist und Sie mit der Aufteilung und Schienenlänge zufrieden sind. Danach den Haken bei Objektinfo wieder rausnehmen. Der Konfigurator setzt automatisch thermische Trennungen und erstellt Modulblöcke. Diese können Sie abändern. Rechtsklick in das Modulfeld und dann Aufteilung auswählen. Es öffnet sich ein Fenster zur Bearbeitung. Hier wähle ich mal 4 Reihen aus, um zu sehen, welche Schienenlänge dann vorhanden ist. Danach wieder die Objektinfo anhaken und auf eine Schiene gehen. Länge prüfen und anhand dieser Information eine Grundträgerlänge auswählen, bei der man am wenigsten Verschnitt hat. Für dieses Beispiel nehme ich die 4,20 Meter Schiene. Nächster Schritt Modulklemme. Hier können Sie die Rapid 16 Klemme blank oder schwarz eloxiert auswählen.
Falls die Rapid 16 Klemme überlastet ist, können Sie auf die Rapid 16L ausweichen. Dies ist eine Klemme mit 100 mm Länge. Oben rechts sehen Sie die Ergebnisse der Ballastierung in den verschiedenen Zonen. Die Werte für Abheben, Gleiten und Hangabtrieb sowie den Gesamtballast für ein Modul in dieser Zone. QK ist der Wert pro Quadratmeter, welcher zusätzlich durch das System auf das Dach kommt in dieser Zone. QD ist der Wert mit einem Sicherheitsteilbeiwert, je nach Land unterschiedlich. Auch sehen Sie hier die Anzahl Module in den verschiedenen Zonen und die Gesamtanzahl am Dach. Unter den verschiedenen Modulzonenfarben finden Sie einen Schema-Button. Einmal klicken und ein neues Fenster öffnet sich. Hier können Sie dann die Anzahl der verbundenen Reihen auswählen, in unserem Fall 4. Dann sehen Sie, wie der Ballast zu verteilen ist auf der Schiene. Wenn Sie bei Ballastwannen auf Maximum gehen, zeigt es Ihnen an, wie viel Ballastwannen und wie viel Steine Sie darin verteilen können. Diese Information kann über den Drucken-Button, dem Statikbericht, hinzugefügt werden. Links daneben können Sie einen Ballaststein wählen. Hier haben wir verschiedene Größen und Gewichte zur Auswahl. Bitte wählen Sie einen Stein, welcher bei Ihnen leicht zu beschaffen ist. Die Firma Schletter führt keine Ballaststeine im Portfolio. Daneben können Sie einen Ballastschacht oder eine Zusatzwanne auswählen. Bei Bedarf kalkuliert der Konfigurator diese automatisch ein. Sie können dann zwischen den zwei genannten wählen. Daneben können Sie die Häufigkeit der Bautenschutzmatte wählen. Unter jedem Auflager 10 cm Abstand zwischen den Bautenschutzmatten oder durchgängig. Im Statikbericht sehen Sie die Pressung auf die Dämmung. Diese muss geprüft werden mit der maximal erlaubten Pressung der vorhandenen Dämmung. Falls die Pressung zu hoch ist bei Bautenschutzmatte unter jedem Auflager, dann können Sie auf die Variante mit 10 cm Abstand wechseln. Dies reduziert die Pressung um ca. 50%, da hier die Lasten dann auf mehrere Punkte zusätzlich verteilt werden. Am rechten Bildschirmrand können Sie den Wartungsgang einstellen. Automatisch gewählt sind 150 mm. Dies ist der Abstand zwischen den einzelnen Modulblöcken. Sie können die Ballastzonen bearbeiten, einfach anklicken auf der rechten Seite, dann ein oder mehrere Module auswählen und die Ballastzone ändern. Dies ist jedoch nur in eine Richtung möglich. Die Zonen können nur erhöht, aber nicht abgemindert werden. Im Statikbericht erhalten dann die Zonen auch eine andere Farbe. Damit weiß dann auch der Installateur Bescheid, welchen Ballast er hier aufbringen muss. Durch nochmaliges Wählen der geänderten Module und einem Klick auf den Button zurücksetzen, wird alles in den Ursprungszustand gesetzt. Darunter ist der Button Module bearbeiten. Hier können Sie noch einzelne Module löschen. Bitte beachten, bei Ost-West kann kein Modul alleine stehen. Hier löscht der Konfigurator automatisch das zugehörige zweite Modul. Modul anklicken, dann auf den Button Markierte entfernen. Das Modul wird dann gelöscht. Nochmaliges Anklicken und den Button Markierte hinzufügen klicken, dann wird das Modul wieder hinzugefügt. Mit dem Reiter Kalkulation oben geht es weiter. Hier kann man nun eine Stückliste erzeugen, mit und ohne Verpackungseinheiten. Falls eine Stückliste ohne Verpackungseinheiten gewünscht ist, bitte den Haken oben mittig bei Verpackungseinheiten rausnehmen. Bitte daran denken, dass Schletter nur Verpackungseinheiten verkauft. In der Stückliste können oben rechts über das grüne Plus noch Artikel hinzugefügt werden. Bei Textbausteinen können wichtige Informationen über den Statikbericht dem Kunden mitgeteilt werden. Alle Textbausteine, welche hier ausgewählt werden, werden auf Seite 3 im Statikbericht angezeigt. Unter Drucken können Sie die Stückliste anzeigen, Stückliste drucken, mit und ohne Preise sowie die Stückliste als CSV-Datei erzeugen. Links unter Dachbereiche können Sie die verschiedenen Dächer auswählen und eine komplette Stückliste erzeugen.
Auch können Sie hier eine Statikbericht-Vorschau erzeugen und den Statikbericht drucken. Bitte dem Statikbericht noch den Ballastierungsplan hinzufügen, sowie, wenn gewünscht, die Stückliste und eine detaillierte Bemaßung. Vielen Dank und auf Wiedersehen.